Die wahrscheinlich bekannteste Figur ist IYY. Was wird IYY beitragen und wie ist da die Zusammenarbeit vonstatten gegangen? Ja, das ist eine längere Geschichte. Ich habe IYY vor einigen Jahren, als er noch reisen durfte, mal zu einem Interview getroffen, das wir in der Sonntagszeitung publizierten. Wir haben uns von Anfang an sehr, sehr gut verstanden, auch was irgendwo die Einschätzungen politischer und wirtschaftlicher Art angeht, und haben uns schon damals eigentlich ein bisschen angefreundet und ihm nicht gerade versprochen, aber zumindest angedacht, dass wir mal zusammenarbeiten werden. Jetzt, wo er nicht reisen darf, habe ich mir trotzdem erlaubt, ihn quasi sozusagen mit Material über Zürich auszustatten und ihn anzufragen, ob er was entwickeln könnte. Er ist dann mit einem Projekt gekommen, das wir jetzt am Paradeplatz zeigen werden. Und das ein wirklich typisches IYY-Projekt ist. Der Künstler ist ja bekannt dafür, dass er die Wirtschaftssysteme auf lokaler wie auf globaler Ebene analysiert und sozusagen diese beiden offensichtlichsten Gegenpole miteinander vernetzt in seinem Werk. Das heißt, aufzeigt, wie eben das Globale mit dem Lokalen zusammenhängt. Für den Paradeplatz, ein Zentrum der globalisierten Wirtschaft sozusagen, wo die Finanzflüsse kontrolliert und reguliert werden, schlägt er zwei weiße Marmorsofas vor. Aber diese Marmorsofas sehen eben nicht aus wie chinesische Sitzgelegenheiten, sondern die europäische 70er-Jahre-Möbel. Und als ich ihn dann gefragt habe, wieso diese Möbel, sagt er, ja, das sind die beliebtesten Möbel in China im Mittelstand. Also, er bringt eine europäische Form, die in China beliebt ist, wieder zurück nach Europa, aber er tut das mit chinesischem Handwerk, indem er nämlich chinesische Marmorsteinmetze damit beauftragt hat, diese wirklich wunderbar runde 70s-Form eben in weißen Marmor zu schlagen. Wie muss man sich momentan das vorstellen, wenn man mit IYY zusammenarbeitet? Kann man da telefonieren? Macht man das per Mail, per Skype? Wie geht das genau? Es sind unterschiedliche Wege. Wir haben nie direkt miteinander gesprochen. Wir haben gemailt. Wir haben uns ausgetauscht auch über Urs Meile, seinen Galeristen aus Luzern. Das ist auch der Kontakt hier. Wir haben ja sehr viel mit den Galerien hier in Zürich und in der Schweiz gearbeitet. Und das war eine sehr typische Zusammenarbeit, wie das so geht. Also wir haben ihn ausgestattet mit allen Informationen über den Paradeplatz und über das ganze Umfeld, über die Geschichte von Zürich, über das Projekt Art in the City natürlich. Wir wollten auch, dass er ganz genau weiß, in was für eine Gesellschaft er sich befindet, was die Thematik ist, nämlich diese Entwicklung der Stadt Zürich in den letzten 10 Jahren und hinsichtlich auch der Entwicklung in die Zukunft hinaus. Und er hat sich dann aber wirklich dafür entschieden, eine Intervention im alten Teil, also im traditionellen Zürcher Milieu anzusiedeln.